Mein Name ist Christian Tramitz und ich suche meinen Sohn. Nein, völliger Blödsinn. Ich habe meinen Sohn gesucht, und zwar meinen Fischsohn, und das Ganze vor 10 Jahren. Und der Film hieß Findet Nemo. Und dieser Film, der kommt jetzt nochmal neu raus, und zwar in 3D. Ich habe eine Idee. Ein Spiel. Ein Spiel? Ein Spiel. Ein Spiel? Ja. Oh, ich liebe Spiele. Wir machen nämlich so eine Art Quiz und ihr müsst die Fragen beantworten. Beziehungsweise Anke muss die Fragen beantworten. Auf die Plätze, fertig, los! Nein, warte, warte! Wie heißt der Sohn vom Clownfischvater Marlin? Pass auf, dass du nicht heulst, wenn ich gewinne! Wie heißt der denn? Ich weiß es nicht. Oh, Entschuldigung, Christian, ich weiß es nicht. Dein Sohn Neo? Nemo. Ja, klar. Ach, aber ist doch völlig egal, wie der heißt. Christian, sag du mir lieber mal, welche Fremdsprachen Dory spricht. Walisch. Entschuldigung, dass ich so knapp antworten muss, aber sie spricht keine anderen Fremdsprachen. Dory, was soll das? Was machst du da? Das ist sehr, sehr gute Gesichtsgymnastik übrigens. Dory, das ist nicht falsch. Das klingt eher, als wärst du seekrank. So, Anke, schwere Frage. Wie lautet das Motto der vegetarischen Haie? Das Meeting ist hiermit offiziell eröffnet. Lasst uns unseren Eid leisten. Natürlich weiß ich, das ist eine meiner Lieblingsszenen. Aber das verrate ich jetzt nicht, oder? Ich verrate das Motto nicht. Das muss man sich anschauen. Fische sind Freunde, kein Futter. Eine grandiose Idee, aus zwei klassischen Fleischfressern Vegetarier zu machen. Habt ihr einen Freund dabei? Am Start. Und du, ha? Ich glaube, mein Freund, den habe ich vercheckt. Oh, da kriege ich richtig Lust. Wenn ich die Ausschnitte jetzt wieder alle sehe und mich damit beschäftige, dann bekomme ich richtig Lust, Findet Nemo noch mal zu sehen. Und das Tolle ist, ab 14. Februar ist es soweit, Findet Nemo, und zwar in 3D in den Kinos. Viel Spaß, ich schaue es mir an. Na toll.